Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Magnolia Box von Shakusa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Magnolia von Shakusa, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier eine schwarz-graue Box, rechteckig. Hier oben lesen wir in weißer Schrift Magnolia und Shakusa. Also das Ganze hier einmal normal und einmal eben genau um 180 Grad gedreht. Entweder Shakusa oder Magnolia, eins von beiden steht somit auf dem Kopf. Das Boxdesign ist hier so in konzentrischen Kreisen designt. Wir haben hier eine schwarze Box mit so grauen Kreisen, die sich hier so fortführen. Auch auf den Seiten ziehen sich diese Kreise dann so durch. Also es wäre hier das Epizentrum. Okay, auch auf der Rückseite haben wir diese Kreise. Und dann haben wir hier die Credits zum Album und einen Barcode. Alles klar, dann schauen wir mal hinein. Dafür werden wir mal den... es ist nicht abzunehmen, der Deckel. Ich dachte jetzt, es wäre abzunehmen. Nein, es ist eine reguläre Clubbox. So, wir haben hier einmal das Shirt. Dann haben wir hier so einen... so ein Tuch, so ein Stofftuch und natürlich das Album an sich. Von innen die Box in schwarz gehalten. Packen wir die mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Es ist das vierte Soloalbum von Shakusa. Wir lesen auch hier wieder Shakusa Magnolia in dieser Schrift, die wir schon von der Box kennen, also wieder zumindest eines der Wörter auf dem Kopf. Und auch das Cover sieht hier irgendwie etwas auf dem Kopf aus. Also wir haben hier so einen Fischgrät oder so einen Parkettboden mit einer Leiste. Und dann haben wir hier ein Gemälde, ein Bild an der Wand. Und es sieht so aus, ich gehe mal fast davon aus, dass das hier ein Teich ist. Also ein Gebirgsteich, der sich hier dann ab dieser Linie spiegelt, bedeutet hier oben sind dann natürlich die Bäume, die Wiesen und die Berge zu sehen und die spiegeln sich dann eben in diesem Teich. Deswegen sieht das hier so aus. Also echt ein sehr schönes Cover. Sieht so aus wie, ja, als wäre das Album schon sehr, sehr alt. Magnolia Shakusa lesen wir auf der Seite und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 18 an der Zahl. Wir haben hier Features von Sebastian Matzen, dann eins von Gerard, eins von Jonas von OK Kid und eins von Jonathan Walter. Credits und Barcode. Hier lesen wir, das Ganze ist produziert von DJ Stickel und Steady. Gut, wir haben es hier zu tun mit einem Digipack. Das Ganze geht dann hier aufzuklappen und dann kommt uns hier auch schon das Booklet entgegen. In diesem Fall haben wir dann das Cover, allerdings hier dann auch mit Shakusa, der hier so halbdurchsichtig erscheint. Es gibt ja auch einen Film zu dem Albumtitel Magnolia, der auch schon etwas älter ist. Weiß jetzt gar nicht, ob Shakusa vielleicht von dem die Inspiration für den Albumtitel hat. Ich merke, höre ich genauer hin, dass 100.000 auch mitsingen. Okay, dann haben wir hier eine Danksagung. Recht umfangreich. Ja, dann Bilder, die so ein bisschen nach Kunst aussehen. Also hier ist Shakusa in einer Badewanne und dann haben wir so einen Tau, so einen Strick mit zwei Rettungsbojen. Meinen Karren ziehe ich alleine bis zum Ende des Weges. Also immer auch Songzeile, Songzitate mit dabei. Jedes Bild, das man im Kopf hat, hat die Tragik eines Films. Dann haben wir hier zum Abschluss die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt, wer hat hier mitgewirkt. Nochmals Shakusa. Wollte Opern komponieren, doch sitzt mit Dosenbier am Sofa statt mit Noten vorm Klavier. Ja, das kennen wir nur zu gut. Und
So sieht das Ganze dann von hinten aus, also so wie auch das Album von der Rückseite. Hier auch wieder diese Gebirgsoptik mit einem Stuhl davor und in dieser Stecktasche lässt sich dann das Booklet wunderbar verstauen. Dann gibt es hier noch ein Klavier mit jede Menge Holzscheiten darauf. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Bonus-Credits. Alles klar. Also wir haben hier dann noch zusätzliche Tracks, die scheinbar im Booklet irgendwie nicht mehr untergebracht werden konnten. Dann haben wir hier die letzten vier Tracks mit den Credits. Nochmals Shakusa. Dann haben wir hier die Album-CD in Weiß. Auch hier wieder diese graue konzentrische Kreise. Shakusa Fahne zu sehen. So, dann haben wir etwas, was ich so auch noch nie in einer Box hatte. Und zwar ist das hier so ein, ja, so ein kleines Stofftuch und dieses wurde wohl bestickt. Das ist, ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne das eher so von älteren Leuten, dass man so Polster irgendwie in seiner Wohnung, in seiner Küche hat, die so bestickt sind oder eben solche Bilder, solche gestickten Bilder. Und da ist es eben dann auch hin und wieder üblich, dass man irgendwie solche kleinen Tüchlein hier bestickt. Ich habe sowas zuvor noch nie in der Hand gehabt. Ich lese hier, ich wollte Opern komponieren, doch sitz mit Dosenbier am Sofa statt mit Noten vorm Klavier. Ja, die Zeile kennen wir auch schon aus dem Booklet, die dürfte ihm das sehr gut gefallen. Darunter haben wir dann noch rot Shakusa stehen. So sieht das dann aus. Also das Ganze hier so einseitig zu verwenden. Kann man sich dann natürlich einrahmen oder irgendwo hinhängen, wie man möchte. Nette Idee und passt auf jeden Fall irgendwie so zum Album Artwork oder generell so zu dieser Stimmung. Und als dritten und letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Ein schwarzes Shirt, schlicht in schwarz-weiß. Hier lesen wir dann Shakusa Magnolia. Also auch hier wieder das eine Wort, in diesem Fall Magnolia, auf dem Kopf. Und dann haben wir noch einen Neckprint. Hier haben wir diese Shakusa-Fahne mit Shakusa-Schriftzug darunter. Und das Ganze ist in diesem Fall dann ein Souls Regent in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Und fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann dieses Tüchlein hier, dieses bestickte Tuch mit diesem Shakusa-Zitat. Sowie natürlich dem Album an sich Magnolia im Digipack mit insgesamt 18 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Magnolia von Shakusa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.